Ich werde sehr oft gefragt, warum ist es so schwer, den Spiritismus hier in Deutschland zu verbreiten? Ich glaube, das ganz große Problem ist, dass dieses Wort Spiritismus extrem negativ behaftet ist. Das hat mit der Vergangenheit zu tun, das hat mit der Geschichte zu tun und leider können wir diese Geschichte nicht zurückdrehen. Das sind einfach Dinge, die sind hier geschehen in Deutschland, beispielsweise jahrelange, jahrhundertelange Kriege. Ich erinnere da nur an eine kleine Broschüre, die mir in die Hand gefallen ist. 300 Jahre loderten in Deutschland die Scheiterhaufen. 300 Jahre, das ist wirklich sehr lange. Und was ist da teilweise auch von der Kirche? Und ich möchte wirklich ganz betont sagen, es ist ein großer Unterschied zwischen Kirche und Religion. Was ist im Namen der Kirche eigentlich schon alles passiert? Angefangen bei den Katarern, und das ist einfach eine Geschichte. Das kann man nicht leugnen, das ist so. Und da möchte ich einfach mal ein kleines Beispiel bringen. Wenn hier von Spiritismus geredet wird, dann muss ich einfach sagen, per Definition im Lexikon, Spiritismus umfasst alles. Angefangen bei der schwarzen Magie, Candomblé, Umbanda, alles, was in irgendeiner Form mit, wie man so schön sagt, mit Geistern zu tun hat, das ist Spiritismus. Ist es das, was wir wirklich sagen? Ist es das, was wir wirklich meinen? Ist das, was wirklich passieren soll? Wollen wir das ganze breite Spektrum hier in Deutschland vorbringen? Soll das das Ziel sein, Deutsche damit zu konfrontieren? Oder ist es nicht einfach wesentlich spezifischer? Viel spezifischer, nämlich der Kardezismus. Und wenn ich an unsere Entstehungsgeschichte hier zurückdenke, an die Allan Kardec Studiengruppe. Wir haben uns eigentlich von Anfang an Kardezisten genannt. Ich meine, ein Brasilianer ist ein Brasilianer, er ist logischerweise ein Südamerikaner, aber er ist kein Amerikaner. Ich glaube, es ist wohl am leichtesten zu verstehen, wer als Brasilianer möchte als Amerikaner bezeichnet werden. Wenn schon, dann vielleicht Südamerikaner. Geht noch, aber lieber schon einfach Brasilianer. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Verständnisfrage. Wenn wir hier statt Spiritismus vom Kardezismus reden, dann wird eines passieren. Die Leute werden fragen, was ist das überhaupt? Und ich glaube, mit Fragen kann man die Leute eher aus der Reserve locken, wenn wir die richtigen Antworten geben, als wenn wir sie einfach überfallen. Beste Beispiel ist hier auf der Messe. Was passiert hier? Da stehen überall Menschen, die drücken uns Papiere in die Hand. Was machen wir mit den Papieren? Wollen wir die lesen? Haben wir danach gefragt? Nein, wir bekommen sie in die Hand gedrückt, wir bekommen sie aufgedrückt. Was machen wir mit den Papieren? Schmeißen den nächsten Papierkorb. Und so ist das auch, wenn wir Menschen einfach mit etwas überfallen. Und da muss ich sagen, bin ich meinem Lehrmeister, dem Dr. Anani, sehr, sehr dankbar. Der hat mir gesagt, Deutsche wirst du nicht so erreichen wie hier in Brasilien. Deutsche, Europäer haben lange Geschichte, traurige Geschichte hinter sich, die wirst du anders zu fassen kriegen. Deutsche haben gelitten und jeder Krieg hinterlässt Leiden, zweifelsohne. Und das Leid, das können wir nicht einfach wegwischen. Und damit hat er recht gehabt. Wir versuchen die Leute nicht vom Spiritismus zu überzeugen, auch nicht vom Kardezismus. Wir zeigen einfach auf, wenn du ein Problem hast, lass uns drüber reden. Wir reden. Und das nenne ich mit dem schönen deutschen Wort Bewusstseinserweiterung. Denn wenn ich etwas weiß, dann kann ich mich darauf einstellen. Wenn ich weiß, dass es regnet draußen, dann kann ich einen Mantel nehmen, kann ich einen Regenschirm nehmen. Aber wenn ich das nicht weiß, ja, dann tappe ich einfach in ein Problem herein. Und wenn ein Mensch jetzt einfach sensibel ist, und sensible Menschen hat es immer gegeben und wird es immer geben, und wenn ein Mensch sensibel ist, der nimmt halt einfach Dinge wahr, so wie es auch in dem Büchlein heißt, psychisch krank oder nur sensibel oder wie in dem Vortrag heute Morgen erwähnt. Wenn ich weiß, dass es sensible Menschen gibt und dass diese sensiblen Menschen Energien auch von solchen Menschen wahrnehmen, die keinen Körper haben, und das wissen wir ja alle. Ein Mensch, der stirbt, das hat Professor van Laak schon gesagt, ist nicht tot. Er legt seinen Körper. Aber das Energiefeld ist da,
die Kraft, die Energie, die Lebensenergie ist da und sensible Menschen nehmen das wahr. Nur weil wir das Wissen nicht haben, das ist die Krux, werden sie als krank bezeichnet. Haben sie das Wissen, dann wissen sie, sie sind nicht krank, sie brauchen keine Medikamente, sie brauchen nicht in eine Psychiatrie und sie kriegen auch nicht den Stempel des psychisch Kranken aufgedrückt, sondern sie sind nur sensibel. Und mit der Sensitivität kann man umgehen. Man muss es halt einfach nur wissen. Wenn ich weiß, ich bin sensibel, wenn ich weiß, ich komme aus südlichem Land, dann muss ich jetzt im Winter hier in Deutschland oder der Schweiz, muss ich mich dicker anziehen. Ein Pelzmantel ist in Brasilien, glaube ich, nicht angebracht. Wozu ein Pelzmantel? Ist doch warm genug. Selbst die kalten Winter in Rio sind noch wesentlich wärmer als bei uns die kalten Sommer. Das heißt, wenn ich es weiß, dann kann ich damit entsprechend umgehen. Und wenn ich weiß, dass ich sensibel bin, dann kann ich mich entsprechend schützen und dann gelte ich nicht als krank. Und darum geht es uns also auch in erster Linie, den Menschen diese Dinge bewusst zu machen. Und deshalb holen wir, wenn es tatsächlich um das Krankheitssystem geht, wirklich krank oder nicht, darum, dass wir diese brasilianischen Ärzte, diese Ärztegesellschaft der AME hier nach Deutschland holen, damit sie in dem Kongress mit Fachleuten darüber reden, als Fachleute darüber reden, was bedeutet es wirklich und wie gehen wir in Brasilien nach jahrzehntelanger Erfahrung mit psychisch Gestörten um. Sie sind nicht unbedingt psychisch gestört, sie sind sensibel, sie müssen lernen, damit umzugehen. Und selbst wenn sie nun eine psychosomatische Störung haben, dann braucht man die nicht monatelang mit Medikamenten behandeln, sondern wir machen das einfach mit ein paar Techniken, die sind erlernbar. Und diese Techniken, die wenden wir auch an und diese Techniken möchten wir, dass die von Ärzten hier den Ärzten vermittelt wird. Die müssen auch verstehen, warum, wieso, weshalb, weswegen. Und ich glaube, dann können wir denen, die als psychisch krank gelten, wirklich gut helfen. Und auf diese Art und Weise, nach meiner Erfahrung, jetzt seit gut 25 Jahren, können wir mehr Menschen erreichen, als wenn wir sie jetzt irgendwo versuchen zu überrennen, du musst das lesen, du musst das lesen oder du musst das lesen. Dem Augenblick, wo wir ihnen helfen, wo sie Fragen stellen, wo sie die Antworten bekommen, werden sie diesen Bewusstseinsprozess durchlaufen, werden das erkennen, werden das anwenden, sie werden fragen, wir geben die Antworten und haben wir genau das, was wir wollen. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam alle in einem Boot sitzen und eine Richtung haben, nämlich vorwärts helfen, dann werden wir sehr viel erreichen. Dann werden wir auch das erreichen, was bisher vielleicht aus mancherlei Unbedacht nicht so die Wege geht, wie sie laufen können. Ich glaube, wenn wir das ein ganz klein bisschen mit einbeziehen, dass Deutsche einfach ein klein bisschen kirchengeschädigt sind, und da spielt es keine Rolle, ob es Deutsche oder Holländer oder auch Österreicher, Schweizer sind, wenn man diesen Menschen einfach von der anderen Seite versucht, etwas nahe zu bringen und vor allen Dingen nicht sie überläuft und überrennt, sondern Fragen zu beantworten, wenn sie gestellt werden, dann werden wir sehr viel erreichen und dann werden wir auf diesem Umweg langsam erreichen, dass die Leute ein weiteres, erweitertes Bewusstsein haben und damit auch sich selbst helfen können. Diese Bewusstseinserweiterung ist im Endeffekt eine Hilfe zur Selbsthilfe und ich glaube, das wäre aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, die bessere Vorgehensweise, als jemanden zu überrennen.